Jo Leute, was geht? Mal wieder ein Part Risen und in diesem Part habe ich mich entschlossen, hier zu verschwinden. Hey, du! Was? Ich hab... Was? Feuertaufe von Droga. Na dann zeig mal, oh, was fick dich doch! Ihr könnt mich alle mal hier in diesem scheiß Banditenlager. Ihr seid doch alles verlogene Schweine. Dreckige Bleib Hunde stehen, seid ihr. Ihr könnt gar nichts, Alter. Mit eurem scheiß Droga. Ich komme später mit fetten Rüstungen her und dann versohle ich diesen Broga den Arsch, Junge. So wie dieser Wichser es auch verdient hat. Jetzt renne ich hier nachts bei Regen. Oh ne, nicht nachts, aber trotzdem, ich renne jetzt bei Regen und Eiskälte rum. Nur wegen diesem scheiß Broga. Ach egal. Broga ist halt hässlicher Wichser und ich hasse ihn. Ich gehe jetzt, Hafenstadt. Denn momentan brauchen wir eigentlich noch nicht so viel im Banditenlager zu machen. Das machen wir dann später alles. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich jetzt zu Dings, wie heißen die nochmal? Warte mal, Inquisition gehe, genau. Oder ob ich zu den Räubern gehe. Ich überlege mir das noch. Weil ich habe es ja noch nie durchgespielt, das Spiel. Ich habe ja immer nur bis Ende der Hafenstadt gezockt. Ich bin halt dann einmal nur zur Inquisition gegangen, oben in die Vulkanfestung, und das habe ich nicht fertig gebracht. Keine Ahnung mehr, warum. Naja, auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal zur Hafenstadt. Weil im Diebeslager habe ich, wie gesagt, noch nichts verloren. Das machen wir danach. Wenn ich Dieb werden sollte. Ja, ich glaube, ich werde Dieb. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Bisschen wenig, also ich finde scheiße, dass wir noch keine Rüstung haben. Also ich finde das Spiel schon gut, aber ein bisschen mehr zu looten müsste es geben an Waffen und Rüstung und so. Naja, es kommt ja eigentlich auch eher auf die Stats an. Eher nicht auf die Stats an, sondern eher auf den Skill. Ist ja nicht so wie bei World of Warcraft. In World of Warcraft ist es ja so. Es kommt eigentlich nur drauf an. Ein bisschen Skill brauchst du natürlich auch, aber das ist eher an zweiter Stelle in World of Warcraft. Da ist es ja wirklich so, dass es eigentlich nur danach geht, was für eine gute Rüstung du hast, was für gute Gegenstände oder halt Waffen, ne? Naja, ich werde jetzt erstmal in die Hafenstadt reingehen. Wenn ich genug Geld dafür habe, denn doch genau 100 Gold, das passt doch. Es kostet 100 Gold da reinzukommen, das weiß ich noch. Kriegen wir schon hin. Stachelratten. Ach ja, das gute alte Risen. Risen ist einfach ein hammergeiles Spiel. Den zweiten Teil werde ich auch noch machen. Der dritte kommt ja erst bald raus, Sommer oder so. Oder nee, September. Was weiß ich? Nee, nicht September. Keine Ahnung. Bin am falschen Tor. Hier kann ich nicht rein. Hab den Mana-Pilz gesehen, aber ich werde ihn nicht holen, weil ich zu voll bin. Oh nee, ich bin jetzt komplett falsch gelaufen. Und die haue ich jetzt hier nicht um. Ach, bei Risen finde ich es auch geil, dass die Gegner nicht respawnen können, wenn du die einmal umbringst. Hat Vor- und Nachteile. Nachteile sind halt, du kannst keine XPs farmen, so wirklich. Du kannst halt nicht die Gegenstände, die sie droppen, farmen. Nur begrenzt halt, aber... Ich meine, mein Gott. So, Hafenstadt. Der reguläre Eingang. Aber wir gehen illegal hin, weil wir eigentlich hier gar nicht draußen sein dürfen. Aber was sollen wir denn machen, wenn wir einfach einen Schiffbruch hatten? Das ist ja nur eine Insel hier. Und die Insel hat ja mit der Außenwelt gar nichts zu tun eigentlich. So wie ich das mitbekommen habe. Ich muss jetzt schnell sein. Sonst ist der Wolf nämlich ganz schnell in unserem Arsch festgebissen. Und das ist schmerzhaft.
jump jetzt hier extra weg. Ja, was werde ich in der Stadt machen? Ich werde Schmieden lernen, ich werde Akrobatik lernen. Ärzte schürfen habe ich jetzt leider nicht gelernt, weil ich keinen Plan habe, wo. Ich werde den Schwertkampf ausbilden, weil ich werde auf Schwert gehen, ganz klar. Bei Axt, ich weiß nicht. Und ich werde, ja, das war es eigentlich. Werde ein bisschen Geld farmen, werde die Quest erledigen, werde zu, ja, ich werde zu den Dieben gehen, also. Ich werde Dieb. Weil ich mag die Inquisition nicht. Ich habe es mir mal angeschaut. Die sind total scheiße, die sperren die Leute ein, nur weil sie so geil auf die Schätze sind. Oh, wir sind falsch. Ah, wir sollten uns beeilen hier. Speichere ich hier nochmal? Hier müssen wir hin. So, und der hilft uns jetzt auch die Wölfe zu besiegen, hoffe ich. Oh! Oh. Hey, ich helfe dir. Komm. Boah, der macht One-Hit. Ja. Hey du, was machst du hier draußen? Weißt du nicht, dass es verboten ist, sich außerhalb der Stadt rumzutreiben? Deshalb will ich ja rein. Du hast Glück. Die wenigen, die versucht haben, noch reinzukommen, haben es am Haupttor versucht. Die sind jetzt alle in der Vulkanfestung. Die Deppen ja, ja. Sind direkt der Inquisition in die Arme gelaufen. Hier am Hintertor laufen die Dinge ein wenig anders. Wenn du ein bisschen Gold rüberschiebst, können wir über alles reden. Was verlangst du, damit du mich in die Stadt lässt? 100 Goldstücke musst du mir schon geben. Dafür mache ich das Tor auf und stell keine Fragen. Außerdem muss dir klar sein, dass du hier nicht kommen und gehen kannst, wie du willst. Wenn du erst einmal drin bist, kommst du nicht mehr raus. Alter, die Hunde rasten gerade aus. Egal. Lass mich jetzt in die Stadt. Lass mich jetzt in die Stadt. Du hast es ja ganz schön eilig. Ja, ja. Willst du gar nicht wissen, was dich da drinnen erwartet? Ja, hier ist dein Gold. Lass mich in die Stadt. Gut, aber zu niemandem ein Wort über unser kleines Geschäft. Sonst landen wir beide noch in der Vulkanfestung. Jetzt lass mich endlich rein. Pass auf, du hast keine Ahnung, worauf du dich da einlässt. Es ist besser, wenn ich dir eine Karte der Stadt mitgebe. Viel Glück, du kannst es brauchen. So, dann ab in die Vulkanfestung. Nein, die Hafenstadt. Vulkanfestung ist ja das Teil, wo sie dich umdrehen. So. Später vielleicht. Die Wachen sehen es ja hier auch überhaupt nicht, dass ich hier reingelassen werde. Hallo, Bauer. Hallo, Fremder. Ja, Bauer. Was machst du hier? Ich hatte Glück. Der Händler Konrad bezahlt mich, damit ich auf seine Kühe Acht gebe. Den anderen ist es nicht so gut gegangen. Ja, ja. Das ist das Gesetz des Inquisitors. In der Stadt seid ihr sicher, haben sie gesagt. Aber dass wir nicht satt werden, davon hat keiner gesprochen. Okay. Komisch. So. Jetzt die Frage. Wollen wir jetzt zu den, wie heißen sie nochmal? Zu den Dieben? Oder wollen wir lieber zur Inquisition? Ich bin ja irgendwie schon für die Diebe. Ja, ja, komm. Ich entscheide mich jetzt hier zu den Dieben. Und ich pflücke hier nochmal ein bisschen was. So. Arno. Hast du vielleicht ein paar Münzen für einen armen Bauern? Wir haben kaum was zu essen und meine Frau Martha ist krank. Ich habe kein Gold. Natürlich nicht. Ich wette, Leto hat dich nur aus Nächstenliebe reingelassen. Wenn du nicht zahlen willst, sag das einfach. Aber versuch nicht, mich zu verarschen. Ich habe wirklich kein Gold mehr. Ich hatte nur 100 Gold. Das habe ich für den Eingang bezahlt. Nur weil seine Alte krank ist hier. Delgado. Du bist doch neu hier, oder? Leto hat für dich wohl mal kurz das Hintertor geöffnet, wie? Ja, ich komme von draußen. Du brichst einfach das Gesetz des Inquisitors und leugnest es noch nicht mal. Du solltest vorsichtiger sein. Wenn du das den falschen Leuten erzählst, kannst du großen Ärger bekommen. Genau wie ich. Du hast Ärger mit dem Gesetz? Das Gesetz ist doch nur ein Vorwand, uns alle in die Stadt zu sperren.
In Wirklichkeit will der Orden doch nur in Ruhe die Ruinen plündern. Erst wenn sie den letzten Krümel Gold aus den Ruinen geholt haben, lassen sie uns wieder raus. Don Esteban hat das sofort begriffen. Wieso bist du in der Stadt und nicht draußen bei Don Esteban? Ganz einfach. Don Esteban gibt nur ungern etwas her, was ihm gehört. Die Geschäfte in der Stadt müssen weiterlaufen. Deshalb sind ein paar von uns hier geblieben und kümmern sich darum. Was sagt denn der Orden zu euren Geschäften? Er behindert uns, wo er kann. Seit die Ordenskrieger mit ihren schicken, weißen Uniformen in die Stadt gekommen sind, lassen sie uns nicht mehr aus den Augen. Die warten doch nur darauf, dass wir Ärger machen, damit sie uns in die Vulkanfestung bringen können. Besonders dieser Sabrosa hat es auf mich abgesehen. Ständig ist er in meiner Nähe. Was macht ihr für Geschäfte? Alles, was uns Gold bringt. Boah, diese Dialoge. Damit holen wir uns dann die Kontrolle über die Stadt zurück. Denn darum geht es. Wenn wir erstmal die Stadt kontrollieren, werden wir an jedem Geschäft mitverdienen. Und das lassen wir uns nicht wegnehmen. Ja, ja. Nicht vom Inquisitor und schon gar nicht von Kommandant Carlos. Das klingt so, als könntest du Hilfe gebrauchen. In der Tat. Ich muss für den Don noch eine Menge Gold zusammenkratzen. Wenn ich nicht bald was an ihn schicke, kriege ich noch Probleme mit meinen eigenen Jungs. Wenn du mir hilfst, ist da eine Menge für dich drin. Was bietest du mir, damit ich dir helfe? Abgesehen von dem Gold, das du von mir bekommst, bin ich der beste Taschendieb der Stadt. Du meinst, du kannst mich unterrichten? Genau das. Das ist doch schon mal gut. Ich kann aus dir einen Taschendieb machen. Und wenn wir erstmal die Stadt wieder kontrollieren, nimmt Don Esteban dich in unsere Bande auf. Wie kann ich dir helfen? Costa, der Pfandleiher, macht hier in der Gosse gute Geschäfte. Er nimmt die Bauern aus und stopft sich die Taschen voll Gold. Wo ist das Problem? Seit der Orden da ist, zahlt er sein Schutzgeld nicht mehr. Er hat sich einen Schläger besorgt und glaubt, er kommt damit durch. Langsam geht er mir gehörig auf den Sack. Mein Boss will Gold von mir sehen. Und wenn ich nicht liefern kann, kriege ich Ärger. Ich bringe dir dein Gold. Es wird Zeit, dass wir ihm zeigen, dass wir in der Gosse immer noch das Sagen haben. Aber stell dir das nicht so leicht vor. Costa wird nicht freiwillig zahlen. Schon gar nicht jetzt, wo er einen Schläger hat. Wie soll ich ihm das Gold abnehmen? Das ist mir völlig egal. Wenn du ihn ordentlich verprügelst, kannst du es ihm vermutlich einfach abnehmen. Aber leg ihn nicht um. Das bringt nur Ärger. Und pass auf seinen Schläger auf. Hast du noch einen Tipp für mich? Wenn du einfach auf Costa losgehst, wirst du dich um ihn und seinen Schläger gleichzeitig kümmern müssen. Das solltest du vermeiden. Am besten, du erledigst sie nacheinander. Versuche, deine Gegner zu provozieren, dann mischt sich keiner in euren Kampf ein. Ansonsten kriegst du leicht Probleme mit den Wachen, und das willst du ja nicht. Wie viel Gold schuldet Costa dir? Er hat mir viel Ärger gemacht. 300 Goldstücke sind angemessen. Die Hälfte kannst du behalten. Das ist geil. Erzähl mir von Kommandant Carlos. Ha! Er ist der Kettenhund vom Inquisitor. Er ist jetzt der neue, starke Mann in der Stadt. Er hat sein Hauptquartier oben im Wachhaus. Von dort versucht er, uns fertig zu machen. Aber das wird ihm nicht gelingen. Okay, dann lass mal diesen Costa umhauen. Es ist leider Nacht. Warte! Ich bin Sabrosa, ein Ordenskrieger der Heiligen Flamme. Boah. Ich habe gesehen, dass du mit Delgado gesprochen hast. Ich will dich am liebsten umhauen. Du solltest darauf achten, mit wem du dich einlässt. Was weißt du über Delgado? Er gehört zu den Banditen von Don Esteban. Das sind allesamt ganz abgebrühte Gauner. Sie stehlen, lügen und erpressen, um die Stadt in ihre Gewalt zu bekommen. Ich rate dir, lass dich nicht mit ihnen ein. Was unternehmt ihr wegen der Banditen? Draußen kümmert sich der Inquisitor um die Banditen. Hier in der Stadt sind wir zuständig. Kommandant Carlos hat mich und meine Kameraden losgeschickt. Wir lassen die Banditen jetzt nicht mehr aus den Augen und werden ihnen das Handwerk legen. Ich kümmere mich um Delgado. Also, wenn ich das so sehe, ich glaube eher, die Banditen haben ein gutes Herz und die anderen haben ein Lutscherherz hier. Egal. Hi. Wenn du ein Bett suchst, geh nach oben. Bezahlt wird anschließend bei Costa. Ist ziemlich unüblich, erst nachher zu bezahlen.
Ich werde nur bezahlt, um hier aufzupassen, also frag mich nicht sowas. Worauf passt du auf? Auf Costa, er will keinen Ärger. Ärger mit wem? Gäste, die nicht zahlen oder sonst jemand, der ihm ans Bein pissen will. Du bist also ein Schläger? Sogar ein ziemlich guter. Wo ich hinschlage, wächst kein Gras mehr. Zeig mir, wie gut du bist. Was? Du willst dich hier mit mir prügeln? Ja. Ja, komm her. Gut, dann schauen wir mal, wie gut du bist. Bringen wir es hinter uns! Los doch! Ich darf es nicht verlieren. Ich hab mich gespeichert. Keine Gnade. Ja. Komm. Nein. Ja. Nein, nein, nein. Der geht ja rum. Ah, fuck. Der Fuller. Ich nehme dich nicht für voll. Fuller. Ja. Alter. Alter, der haut rein. Ja. Keine Gnade. Nein. Ja. Zack. Zack. Ah, ich verliere. Ja. Weiter. Ja. Ich dränge jetzt einfach in die Ecke. Sauberer Fuck. Schlag. Fick dich doch, jetzt beklaut er mich noch. Ey, ich hol mir den jetzt. Ich hol mir den jetzt, der kriegt jetzt echt auf die Fresse, ich mach den noch. Ohne Scheiß, ich hau den jetzt so weg. Ich brauch das Geld, Mann. So, F8. Hi. Ich werd... Ja. Du... Sogar ein... Was? Ja, komm her. Ja? Gut, bringen wir es hinter uns. Weiter. Das muss ich mir ansehen. Ja klar! Fick dich doch. So. Weiter! Bam! Alter! Weiter! Zack! Ja! Zack! Zack! Ja! Zack! Zack! Ja! Einfach mal draufhauen hier! Zack! Kriegst du deine Abreibung! Fuller. Ja. Denn Fuller, nicht jeder nimmt dich für voll. Alter, ich hab abgeblockt, du Hure. Alter. Du Hure. Hey. Ja, fick dich doch. Oh, Alter, der geht mir auf die Eier hier. Dieses Kampfsystem, Alter. Ach, darf ja auch nicht zu einfach sein hier. Ich will... Also, nochmal. Arbeit. Und keine Sch... Du... Zeig mir... Was? Ja, komm her. Ja, komm her. Gut, dann springen wir es hinter uns. Den schaffst du auf jeden... Alter, ja, du Hure! Ja. Fuck you, ja. Bitch! Ja. Motherfucker, Asshole hier. Ich fick dich. Ja. Fuck you jetzt! Ich schlag dich tot, du Wichsbüffel, Junge. Ich hasse dich. Ja. Du machst echt keinen Spaß. Hey. Du hässiger Schweinebauer. Ja. Boah. Hey. Los doch. Ja. 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 Sauberer Schlag. Fick dich jetzt. Fick dich einfach. Was soll das? Steck die Waffe weg. Geht doch. Hi. Wenn fick dich jetzt. Wird an, ist, ich werde nur... Worauf... Er... Gäste. Du bist... So. Was? Ja, komm her. Gut, bringen wir es hinter uns. Ja, klar. Direkt eine drauf geben. Oh, geht mir so auf die Eier. Das ist so ein... Ekelhafter Schweinehund. Ja. Schon. Gar nicht. Der ist so schlecht, Alter. Sauberer Schlag. Fick dich jetzt, Alter.